Herzliches Willkommen hier wieder zurück bei FIFA 15 in der Demo und heute in der vorletzten Folge von den 8 Demospielen würde ich ganz gerne mit den Boca Juniors spielen und ich kenne die gar nicht, deswegen spiele ich mit denen mal gegen Liverpool und ich bin mal echt gespannt, wie man mit denen spielt, weil ich kenne die gar nicht. Martinez, ist das der von Chile? Ich weiß es nicht. Man sieht hier auch, ich frag mich, warum haben die diese Mannschaft hier reingemacht? Die kennen kein Schwein. Also, für mich jetzt irgendwie unvorstellbar. Weil, guck mal, da sind auch fast keine Bilder von den Leuten da drinne. Carrizo. Orion, dazu könnte ich ja jetzt was sagen. Also, das kenne ich ja eher aus dem anderen Bereich, aber, ach du Scheiße, der ist ja schlecht. Dazu wollte ich ja jetzt nichts sagen. Antritt 79 und der andere, hier, der hat Antritt 83. Nehmen wir den. Und den anderen wechseln wir mal ein. Insua kenne ich. Forlín Díaz kenne ich, glaube ich, auch. Gargo auch. Martinez vielleicht. Das andere ist mir alles neu. Und dann gucken wir mal, wie wir FIFA 15 in der Demo hier wieder spielen. Mit den Boca Juniors. Es wird nicht so einfach werden. Ist das euch, Leute? So, willkommen hier wieder zurück. In HD und zwar Boca Juniors gegen den FC Liverpool und bin ich ja mal gespannt. Und wer stößt an? Liverpool mit Lambert und Sturridge. Also sonst würde ich natürlich nie mit so einer Mannschaft spielen, aber ich habe mir ja vorgenommen, mal alle Mannschaften anzuspielen in FIFA 15 und deswegen mache ich das einfach mal. Ach ja, ich wollte eigentlich mal... Oh Gott, sind die schlecht. Also, so von der Bedienweise sind die schlecht. Ich wollte ja eigentlich mal wieder Minecraft mehr bringen, aber irgendwie, ich finde keinen zum Together. Hätte jemand Lust, schreibt doch mal in die Kommentare, wer hier ein einigermaßen... Oh, schade, wenn ich einigermaßen gutes Mikro hat und Lust hat auf Hexit. Weil ich sollte mal wieder Minecraft bringen, aber irgendwie mit mir will keiner aufnehmen. Keiner mag mich, ich bin viel zu schlecht, deswegen will keiner mit mir aufnehmen, also, deswegen, ich habe dann so ein bisschen Mangel an Leuten, mit denen ich aufnehme, also wer Bock hätte, schreibt's in die Kommentare. Oh, boah, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Das war ein geiler Schuss, das von den Boca Juniors. Und da haben wir so früh schon die 1:0-Führung. Habt ihr das gesehen? Zack und zack. Das war geil geschossen, ohne Frage. Also, okay, der Torhüter war vielleicht nicht so toll, aber das war echt geil geschossen, muss ich sagen. Von Emmanuel Gigliotti in der 9. Minute hier. Wow, das war echt geil geschossen. Muss ich nur mal so sagen. Boca Juniors, ihr seid gar nicht so schlecht. Ey, was macht Daniel Sturridge wieder am Ball? Auf jeden Fall würde ich ganz gerne noch appellieren, wer hier gerne mal mit mir aufnehmen möchte, der sollte mich einfach mal gerne anschreiben. Ich freue mich immer über Zuschriften und alles. Ich freue mich auch immer über Kommentare. Und es würde mich echt freuen, falls ihr meine Videos mögt. Könnt ihr sie auch gerne teilen oder anderen Leuten empfehlen. Es würde mich echt freuen, weil ich würde... Also, mich freut es echt, wenn ich immer mehr Zuschauer krieg und, also, wenn ihr mir helfen mögt, dann könnt ihr es so gerne machen. Ein Schuss, ein Tor, so muss das sein. Und deswegen, die Kommentare in letzter Zeit gefallen mir auch sehr gut. Also, ich bin im Moment glücklich und das motiviert natürlich auch, meine Art, Videos zu machen. Ich habe jetzt auch ein bisschen am Audio mal rumgefummelt, wie gesagt, und, ich finde... Mein Audio, meine Stimme hört sich so besser an. Weil ich wusste gar nicht, was man aus dem Programm machen kann. Und heute beim Mediakraft Workshop habe ich noch mehr gelernt über die Programme. Da muss ich auch nochmal alles machen, ey. Das wusste ich alles gar nicht. Ich war so unwissend, ey. Boah, Björni, schäm dich. Du machst ja Videos und schon seit einem Jahr und du weißt so gar nichts, ey. Schlimm. Ja, ich weiß, ey. Ich bin echt manchmal ein bisschen... doof und verpeilt, aber eine gut Martinez. Oh, aber dafür, dass sie die schießen schnell, finde ich. Das ist gut. Erbes macht die Ecke, spielt auf Acosta. Hätte eine Ecke reingehen können, leider nicht, aber Gigliotti oder
Die Gelati. Ach Gott, ich kann das schlecht aussprechen, ey. Scheiße, aber auch. Alan. Alan. Ich, wie heißt Alan eigentlich mit Vornamen? Irgendwas mit A? Alan, Alan. Am besten wäre es ja, der heißt Alan. Alan, Alan. Ah, der ist ja kein. Also, Alan ist ja aber mit E natürlich. Ellen DeGeneres, eine amerikanische Moderatorin, ist ja ein weiblicher Name. Deswegen kann er ja schon mal so nicht heißen. Hoffe ich denn nochmal. Mit Vornamen. So. Wir machen einen Einwurf mit wem war das denn? Grana. Spielt auf Acosta. Spielt auf Martinez. Ich glaube, das ist nicht Jackson Martinez, ne? Gigliotti. Ja, so. Ah, das ist abseits. Schade. Weil der ist ja. Ja, oh. Ja, der ist. Genau. Ach so. Nee, weil im Hintergrund läuft auch gerade Fernsehen. Natürlich auf Stumm. Und, da war gerade Adam sucht Eva, wenn ich mal davon rede. Ich habe heute die Moderatorin von Adam sucht Eva getroffen oder auch von TAF. Und zwar die Nela Lee oder Lee oder wie auch immer die heißt. Also die ist echt nett, muss ich echt sagen. Die hat ja auch einen YouTube-Kanal, die ist ja nicht nur Moderatorin, sondern macht ja auch YouTube und die ist auch in meinem Netzwerk. Echt cool, also ich fand das echt mal cool, auch mal den von YTT kennenzulernen. Ja, also das freut mich echt, dass ich auch von Media Kraft Gelegenheit bekommen habe, da mal so ein bisschen Leute kennenzulernen, weil sich so ein bisschen zu beschnuppern und mal so zu schauen, wer ist denn noch alles dabei. Also, ja, das ist richtig cool. So, wen spielen wir jetzt an? Ich möchte noch ein Tor machen. Das sollte nicht nur das einzigste werden. Nein, 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 es soll noch eins kommen. Ey, Mann, ihr seid echt unfair. Ey, schon wieder. Ihr wollt mich schon mal verarschen. Flanagan. Ey, du, geh doch mal. Alan, Joe Alan. Alan, du bist heute aber ein bisschen frech, ne? Aber echt. Martinez, er sprintet durch. Kann er schneller sprinten als der andere hier? Oh. Ja, da haben wir den Ball. Schade, ich hätte ihn gut in die Mitte passen können. Aber leider ist jetzt wieder Halbzeit. Und mal gucken, was wir jetzt machen. Ja, zwei Schüsse aus Tor, einer drin, ist so eine gute Chancenverwertung. Schussgenauigkeit 100%. Das soll mal einer nachmachen. Also ich wollte jetzt nicht angeben, aber das ist, finde ich, ganz cool. Carrizo. So. Gigliotto stößt mit Martinez an. So. Gago. Gago, der Argentinier, kennt ihr vielleicht auch. Müsstet ihr kennen. Gago ist auch einigermaßen bekannt. Muss ich mal so sagen. Oh, Sterling. Sterling ist gefährlich. Er kann echt gefährlich sein. Deswegen muss ich da aufpassen. Habe ich eigentlich schon mal ein Gegentor gekriegt? In der gesamten Zeit. Ich glaube, eins war das, glaube ich, oder? Mann, ich wollte gerade schießen. Ich glaube, die sind echt langsam, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass sie so langsam sind? Oder warum gewinnen die keine Sprintduells hier? Hier, guck mal, auch da. Sehr langsam, Boca Juniors. Aber... ja, ist halt also deswegen spielt auch Gago, weil es aus der argentinischen Liga eine Mannschaft ist. Habe ich nämlich vorhin gesehen bei der, beim Ultimate Team haben die vorgestellt, welche Stadien es alles gibt. Und da war das von Boca Juniors aufgelistet und es stand bei Argentinien. Und ja, dementsprechend ist es wohl eine argentinische Mannschaft, vielleicht argentinischer Fußballmeister, sage ich mal. Könnte ja sein. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich in der argentinischen Liga nicht aus. Aber Lucas Leiva kommt für Joe Allen. Aber ich denke mal, das ist schon eine der guten argentinischen Mannschaften. Ich denke mal nicht, dass die da eine schlechte reinsetzen. Also von der argentinischen Liga. Das heißt ja da nicht Bundesliga. Das heißt ja da... wie heißt das denn da? Weiß ich nicht. Wer? Lambert. Oh, Lambert. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Und Orion stößt ab. Orion. Ist ja, glaube ich, auch ein Gott, oder? Orion, war das nicht mal ein Gott? War der Sexgott, ne? Das wär's ja. Ey, Mann, der ist so langsam hier. Das stört mich. Das stört mich echt. Gigliotti. Auf Costa. Boah, also die können echt gut schießen. Die können wirklich gut schießen, muss ich echt sagen. Entweder der Torhüter ist so schlecht, aber guckt euch da mal an. Wie gut können die schießen? Das ist doch nicht normal. Ich muss mir jetzt gleich mal die Werte angucken, nachdem das Tor gezeigt wurde. Gigliotti hat eine super perfekte Vorlage gegeben.
Ich glaube, mit A fängt der Name von dem Torschützen an. Und seht ihr ja, guckt euch das mal an. Und dann, zack, boah, oben in der Ecke. Was ist das denn? Das ist doch eine Überraschungsmannschaft. Ja, Acosta, genau. Ich habe gesagt, es fängt mit A an. Acosta. Und der Torhüter plumpst voll auf den Arsch. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Und am Jubeln. So, wir gucken mal. Was haben die denn so für Schuss? Nein. Ach Gott. Wir gucken mal. Q. Und dann gucken wir mal. Ach, muss ich da mit der Maus draufklicken? Das ist schade. Ballkontrolle. Abschluss eigentlich. Ganz gut, ne? Na gut. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was man davon halten soll. Aber auf jeden Fall sind sie besser, als ich gedacht habe. Auf jeden Fall. Ich dachte jetzt, es wird schwer, aber mit Napoli war es schwer. Aber hier nicht. Na gut, ich hatte mit Napoli auch den FC Barcelona vor mir stehen, ne? Das ist auch ein anderes Kaliber hier, aber trotzdem würde ich mal sagen, dass es jetzt mir einfacher fällt. Na gut, ich habe jetzt auch einen schlechteren Torhüter, ne? Ter Stegen ist ja auch nicht ohne, ne? Ter Stegen in Deutscher. Deutsche sind ja immer gut, ne? Ich will jetzt nicht die Deutschen hier irgendwie arrogant rüberbringen, aber deutsche Torhüter sind wirklich immer ganz gut, würde ich mal sagen. Weil Deutschland hat eine gute Ausbildung, was das betrifft. Also, die bilden gut Spieler aus, die setzen auch gut auf Nachwuchs, ne? Und das hat man in Ländern wie, sag ich mal, Ghana oder so nicht, ne? So afrikanische. Wann setzen die denn auf Nachwuchs? Also, da hat man sowas nicht. Und in Deutschland ist diese Qualifikationsphase dafür richtig gut gedacht. Gago, kriegst den Ball, aber du bist zu langsam. Ach, der rennt ja davon. Und der ist so langsam schon. Emre Can. In Schuhe, will den Ball. Ah, jetzt kriegst du den aber. Jetzt kriegst du. Acosta spielt auf Martinez. Heute noch torlos. Aber dafür die anderen ganz gut bei den Toren mit dabei. Wer ist Gritte? Ja, ist Gritte. Was wollen wir? Gib mir den Ball. Guck mal, der läuft einfach davon. Und dann spielt er den Ball so irgendwo ins Nichts, ne? Ganz schlau, aber wirklich. Ey, wir sind schon wieder Grana. Grana, was macht er? Spielt auf Flanagan. Flanagan hatte ich gar nicht drin, als ich mit Liverpool gespielt habe, glaube ich. Oh, das kann gefährlich werden. Aber Orion hat ihn sicher. Er ist doch nicht so schlecht wie vorerst gedacht. Es ist halt Orion, der Gott. Wer auch immer. Was auch immer für ein Gott Orion war. Ich meine halt, es war ein Gott. Könnt ihr ja mal googeln und in die Kommentare schreiben, was ihr mit Orion verbindet. Ja, bestimmt kommt dann jetzt als erster Kommentar: Ich verbinde mit Orion Oreos. Das hört sich nämlich so ähnlich an. Und Oreos schmecken gut. Also, könnte ich mir vorstellen. Nicht dein Ernst, ne? Nicht dein Ernst. Schlaufi mit dem, verletzt. Keine Power mehr, ne? Scheiße. Ich hätte jetzt gern noch das 3-0 gemacht, aber ja, der war anscheinend außer Puste und konnte nicht mehr. Und dann sind wir hier angekommen, aber wir können immerhin mit 2-0 jubeln. Hätte ich echt nicht erwartet, ne? Wir haben nämlich 3 Schüsse aufs Tor, 2 davon sind drin, 100% Schussgenauigkeit, so mit so einer hohen Schussgenauigkeit ein Spiel abschießen. Das ist enorm schwer, ne? Muss ich mal sagen. Und der beste Spieler war Luciano Acosta. Der hatte kein Bild drin. Na gut, Orion. Achso, Paraden. Genau, Acosta. Gigilotti war auch ganz gut. Und ja, ich hoffe, die Folge von FIFA 15 hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich doch. Oder liked das Video, teilt es oder kommentiert es. Ich würde mich über alles freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video der FIFA 15 Demo wieder.